Straßen, wenn die das mal so aus dem Tunnel rausfahren, dann wenn du links rein kannst, dann du immer links genau gucken kannst, die sehen, die alte Straße, was das ist alle gut geht, oder ich November erschien. Wie gesagt, das war mit den Kabaren gewesen, und dann fließt du dir überlassen, wie ich mir wollte, ja, wie ich gut geht, oder ich hier. Schaut hier links nach hinten, hier links zurück, nicht vor der Wiese. Das war die alte Straße, was war die gut. Hier nochmal. Fahren Sie links, wir müssen die Bahn, hier links fahren. Das war richtig, oder? Die alte Straße, wenn denn das? Alte Autobahn von La Gomera, die alte Autobahn. Heute ein bisschen später fahren wir an der neuen Autobahn. So ist La Gomera, Rigi, Autobahn, ja, Rigi. Ich bin hier drüber, weil ich gar ui Autobahn.
hat 369 Quadratkilometer Gebiet. Die Insel in der Mitte ist 18 Kilometer lang, in der Mitte ist sie 25 Kilometer breit. Und auf der ganzen Insel liegen insgesamt 24.000 Personen. Davon wohnen in der Inselhofstadt in San Sebastian etwa 7.500 Personen. Die ganze Insel, die hat 6 Inselgemeinden, die nennt man die Spanisch Municipios, also in San Sebastian, Hermigua, Agulo, Valle Hermoso, Valle Grarey und Alajero. Und fast in der germanischen Mitte der Insel steht das Müsterberger Insel. Das ist der Garahonai-Berg, sein Gipfel ist Garahonai-Gipfel 487 Meter hoch. Schauen Sie, das ist schon die Nordseite, das ist die schöne Hermigua da auf der rechten Seite. Bei oben an diesem Platz ist es Hermigua-Bürger, das sieht man, dass die Isar hier ist, aus die Gäste. Dieser Herr darauf kanalisiert man 8-nagyobb és 5 kisebb sziget, az összes szigeten együtt véve 2 millió 100 ezer fő, akik az összes kanális szigetek összterülete 7669 km-t tesz ki. Van egyszer a Santa Cruz, a Tenerife-i provincia, a Tenerife-i Palma-nak a Méresért gyárhoz tartozik, bele is van egyszer a Las Palmas-i provincia, Gran Canaria, Puerto Ventura, Lanzarote, La Graciosa és még az 5 kisebb kis szigeteket tartozik a Las Palmas-i provinciába. La Gomera a harmadik legkisebb sziget, 5,5-szer kisebb, mint Tenerife, 369 km a területe. A sziget középen ment hosszúsága 18, középen ment szélessége 25 km. Az egész szigetet 24 ezer lakják, ezek közül a Patrofélerőben, a San Sebastianban 7,5 ezer. A sziget azért is mini mennyire mondható fel, ezeket municipiumnak hívják, San Sebastian, Hermigua, Agulo, Valle Hermoso, Valle Grande és Alajero. És majdnem a szigetnek, ami a közepén van, az a nagy hegy, a Garahonai hegy, aminek a csúcs, a Garahonai hegy csúcs 1487 méter magas. Berlinens 30 Kilometer westlicher von Tenerife, die nächsten Fernung zwischen Tenerife und La Gomera 24,85 Kilometer. Die beiden Häfen San Sebastian und Osgis sind 39 Kilometer voneinander. Schauen Sie jetzt auf die rechte Seite. Hier rechts unten sieht man einen Stausee namens Mulla Juanesen Regiogra. Mit von einem neuen Vista oder so. Meine Flaschen, Flaschen sich gewandt hat, wo ich werke, wie Mulla Juan. Wir haben 30 Kilometer in Jogatra vagyunk. Tenerife-től. A legközelebbi távolság Tenerife-La Gomera között 24,85 km, a két kikötő egymástól, San Sebastian és Los Cristianos 39 km-es távolságra van. Ennyit kellett megtenni a hajónak idefele, ugye mennyit fog megtenni visszafele is. Mulamba hieß dieses Stausee. Hier wird das Regenwasser gesammelt. Zu den Ureinwohnerzeit war die Insel in 4 Urgemeinden aufgeteilt. Mulamba war Osten, Orona war West, Ipala war Nord, Agala war Süd. Bis heute gibt es viele Ortschaften, die auf der Berbersprache stammen. Wir haben da Inseln Alojero, Alajero, Tagulu, Chantarga, Benji, Igua, Tamargada, das sind alle so Berber-Ortschaftsnamen. Benji, Igua hieß unsere Fähre, Tredosen Express. Benji, Igua Express. Benji, Igua ist ein Dorfname hier im Süden von La Gomera. Ezt a vissza az úgy hívják, hogy Mulagua. Annak idején a Benzöltek idején a sziget négyen ősi megyére volt felmondva. Keleti rész volt Mulagua, nyugat volt Urone, észak volt Ipala, és a déli rész volt Agala. Mind a mai napig rengeteg egy kis település van, ami a berber nyelven maradt meg. Itt például a szigeten.